Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ja, ich habe mich heute für diesen Kran hier entschieden, den habe ich ja beim letzten Mal abgebrochen nach zwei Runden, wobei der zweite Griff natürlich Fail war. Und heute wäre mein Ziel, dass ich zumindest hier diese drei Marken hier kriege und die ich mir irgendwann mal später hole. Dass ich halt sagen kann, dass ich hier das hier nochmal rausgreife und das würde dann wieder das hier wegschieben und dann hier landen. Dass ich halt hier wieder das dann direkt greife und wenn hier frei ist, dass ich dann halt hier das dann rausziehe und hoffentlich auch festhalte. Dass dann, die werden auf jeden Fall dann durchrutschen, aber ich denke mal, dass das auch sein kann, dass es mir wieder runterfällt. Aber dass man dann sagen kann, dass wenn ich dann die habe, dass ich dann das hier das nächste Mal holen werde. Und hoffe ich mal, dass es heute wieder klappt wie am letzten Mal, weil die wurde relativ knapp gegriffen, gell? Folge 1200 war das. Und dann gucken wir mal. Na? Ja, so war es ja beim letzten Mal auch wieder. Halt sie fest. Und hier hat das hier dann... Oder so. Oder noch besser. Okay, alles klar. Dann, ja, da gucke ich mal, dass ich das jetzt hoffentlich rausgezogen bekomme hier in der Mitte. Wäre natürlich wünschenswert. Man kennt das ja immer. Na komm, halt's auch fest. Na, alles klar. Okay, gut. Dann könnten wir sogar den Kran heute komplettieren. Also entweder, wenn ich jetzt hier reingreife, wird es mir runterfallen. Oder ich greife halt direkt so, dass ich es halt wirklich links und rechts festhalte und dann weg habe. Dann hatte ich aber beim letzten Mal doch eher Pech, dass ich halt diesen, den Oktopus, also hier das rote Teil hier, dass es mir dann vorher runtergefallen ist und hier mir den Weg versperrt hat. Aber gefällt mir gut. Und das ist halt genau das, was ich meine. Dass auch wenn ich jetzt kurz vor den 5000 stehe, ich werde natürlich trotzdem weiterhin auf Komplettieren spielen, wie ich es ja gestern schon gesagt habe. Und wenn ich den Krani heute komplett habe, dann sind wir bei 601 und sind trotzdem noch nicht bei 5000. Aber so ist halt der Lauf der Dinge, gell? Und dann gehen wir mal ins Training. Hier ist das Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Okay, ein Bombenkran. Brauchen wir gar nicht groß zu erzählen. Ihr wisst ja, wie es ist. Erstmal im Lockern, gell, in der Mitte. Na komm, fall runter. Okay, alles klar. Fängt schon mal gut an. Problem ist halt jetzt nur, gerade weil die Marke hier relativ oben ist und ich die Bombe hier oder hier platziere, dass sie dann natürlich hier wieder dran stoßen kann, gell. Deswegen bin ich gerade überlegen. Ich glaube, ich werde dann trotzdem hier hinwerfen, damit vielleicht durch die Explosion zumindest die vielleicht ein bisschen nach rechts rutscht. Weil ich glaube, die, wenn ich hier die Bombe setze, dann... Wobei. Ja gut, ich glaube, die ist zu weit weg dann. Die ist dann schon ein bisschen zu weit weg. Ich guck mal, dass ich halt hier in die Mitte jetzt werfe. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn die Lücke groß genug gewesen wäre. Okay. Groß genug gewesen wäre, dass die Bombe wirklich reinrutscht, aber ihr seht halt schon, man muss halt gerade bei Bomben immer so ein bisschen mit Lücken spielen, weil man bei dem Kran hier natürlich wieder sagen kann, den könnte man auch mit links und rechts Bewegungen spielen, weil die Marken natürlich langsam wieder runterrutschen, aber das dauert, ja. Und dann könnte man das vielleicht jetzt sogar in vier Runden kombinieren, ja. Ui, perfekt geworfen. So an der Wand abgeprallt, dass es wirklich unten in der Lücke hängen geblieben ist. Gefällt mir gut. Okay. Aber ist halt immer die Sache, halt auch wieder, wenn man es normal spielt, mit vier Runden, gell. Und okay, das war halt eben noch Glück, dass er dann rübergekippt ist. Aber immerhin bin ich mit dem Dreh bin ich vollkommen zufrieden. Weil ist ja immer der Gedanke, ob man es überhaupt komplettiert. Und dann komplettiert man es mit weniger als 5 Runden. Und dann hat man noch einen Wurf. Sag mal. Ich habe dafür jetzt echt keine Worte mehr, Leute. Was soll denn das? Ich denke mir, ja gut, ich spiele heute einen gemütlichen Kran, weil ja sowieso kein roter Bonus kommt und definitiv kein roter Bonus kommt und dann kommt Bobby und gibt mir einen roten Bonus. Sag mal, ernsthaft. Aber gut, wir haben jetzt glaube ich genau 3 Runden, deswegen werde ich den Kran trotzdem jetzt komplettieren. Einfach aus dem Grund, weil es so ist, wie es ist, gell? Und dann mit den letzten 2 Runden vielleicht noch irgendwas suchen, was ich kriegen könnte, eventuell. Oder dass ich dann vielleicht sogar doch heute die 5000 voll kriege, je nachdem, was für ein Kran ich halt finde. Gucken wir mal. Los probieren, lass uns mal durch hier. Go, go, go. Yay! So, völlig ohne Risiko holen wir uns jetzt diese Marke hier. Und wenn ich dann noch 2 Runden übrig habe, dann gucke ich, was ich sonst noch spielen kann. Gell? Ich glaube, Bobby möchte in Rente gehen. Deswegen gibt er mir einen roten Bonus, damit ich möglichst schnell die 5000 erreiche. Und dass ich dann, ja... Dass ich dann hier das Training für immer beende. Zumindest hier als Videoform, gell. So, einmal komplett. Ach ja, okay. So ist natürlich immer gemütlich, wenn man sowas komplettiert. Ich habe jetzt eben nochmal wirklich ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht vorher noch was anderes spielen sollte. Dass man halt sagen könnte, dass man das dann mit dem letzten Griff spielen sollte. Weil man halt natürlich sagen kann, hier, wenn ich jetzt hier so spiele, dass ich halt das hier mit der zweiten Runde dann kriegen kann. Und ja, aber ich glaube, ich werde diesen Kran hier spielen. Hier nebendran.
und werde einfach was suchen, ob ich hier diese Soße hier bekomme. Zumindest kann man sie so weit greifen, dass sie hier runterfällt, aber er wird die Marke natürlich festhalten und dass man sich vielleicht dann irgendwie so nach unten drückt, dass dann halt vielleicht die nach links oder rechts geschoben wird oder dass sie halt dann gleich mitfällt oder dass man sie halt festhält, je nachdem. Und ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass ich den Kreide komplettieren werde, aber ja, dass man dann, wenn man die weg hat, dass man zumindest eine schwierige Marke weg hat und dann gucken wir mal. Wie gesagt, schlimm wäre es nicht. Es war nur ein bisschen unnötig, dass wir heute einen roten Bonus bekommen haben. Gell? Also ich weiß auch nicht, warum wir in letzter Zeit so viele rote Bonis bekommen. Gell? Ui, das liegt jetzt noch schlechter, als ich eigentlich gedacht habe. Aber gut, nicht so wild. Dann werde ich versuchen, jetzt nochmal zu greifen. Und wenn er sich dann wieder fallen lässt, ist es auch egal. Los. Zumindest sind hier rechts ein paar Banken gefallen. Seht ihr, er hält die nicht fest. Gell? Aber sie ist runtergefallen. Okay, immerhin. Das war ja mein Ziel. Und dann ist die nächst schwierigere Marke natürlich dann die hier. Gell? Aber da müssen wir die dann dafür nicht mehr greifen. Das ist halt so der Gedanke. Und ja, es hat zwar nicht für die 5000 gereicht, aber das war mir auch schon fast klar. Außer ich hätte einen bestimmten anderen Kran gespielt, wo viele Marken drin waren heute. Aber ja. Dann werde ich dann auf jeden Fall gucken, dass dann vielleicht morgen vielleicht der letzte Tag sein wird. Weil, also je nachdem, was für ein Kran natürlich da ist. Und dann gehen wir jetzt mal in die Sammlung und gucken uns zumindest hier die, ja, diese Meeresfrüchte an, gell? Los, Bobby, go! So, dann haben wir das Ganze. Natürlich mehr oder minder lecker, je nachdem, wer darauf steht. Hier mit, wie hieß es nochmal? Das sind ja Fischeier, aber die haben doch einen bestimmten Namen. Jetzt habe ich wieder vergessen. Kaviar, genau, Kaviar war es. Und dann halt noch Calamari und Co. und so weiter, gell? Je nachdem, wer halt Lust drauf hat. Oder hier frittierte Shrimps, gell? In dem Sinne. Und da haben wir schon unser Set Nummer 601, gell? Guter Anfang für die 700. Also, nee, Leute. 700 wird vermutlich nicht mehr passieren, gell? Ich glaube, ich werde es sogar privat nicht einmal schaffen, weil die. Da muss ich ja wirklich dann noch eine Weile spielen, bis ich dann dauerhaft mal einen roten Bonus bekomme und wirklich immer die schwierigen Kräne spiele. Hätte ich das heute gewusst, hätte ich natürlich gerne spielen, gerade gespielt, aber wer denkt denn eigentlich nach so kurzer Zeit, dass ich einen roten Bonus bekomme? Wenn Bobby mir jetzt gefühlt jeden Tag einen Bonus geben möchte, dann ja, aber sonst nein. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also ich war eigentlich durchaus zufrieden damit, dafür, dass ein Bombenkran ist, wie so oft, gell? Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder zum vielleicht letzten Folge, weil es sind nur noch 3 Marken, die fehlen. Aber das kommt immer darauf an, was für Kräne da sind, gell? Ciao, ciao!